Wie ihr seht, mein Zimmer ist ziemlich violett, I guess. Und ich habe keinen Bock mehr, dass es so mega violett ist. Die Möbel sind älter als ich. Das ist kein Joke. Und darum wird das alles so ein bisschen geändert. So hat das Ganze ausgesehen. Da ist mein Schrank, den ich nicht mehr will. Das wird eigentlich bleiben, nur ein bisschen schöner aufgeräumt vielleicht. Das wird alles auch ein bisschen umgestellt. Das Pult kommt übrigens auch weg. Also eigentlich die ganze Seite da wird komplett neu gemacht. Vorhänge finde ich noch eine schöne Farbe, die will ich unbedingt beibehalten. Aber die Wand, Bruder, nein! Deshalb kaufen wir heute eine neue Farbe. Und zwar machen wir hellgrau. Mein Dad hat übrigens die Wand schon neu weiß gestrichen. Also das ist fresh und clean und jammern! Yeah, danke, Dad! So, let's fetz, wir gehen Farbe kaufen! Das ist denn schön! Das ist traurig. Das ist traurig, ja. Danke, wie war das? Super! Danke schön! Okay. Wir sind gerade in der IKEA. Unser Einkaufswagen ist recht voll. Wir haben einen Kübel, der eigentlich im Blumentopf ist. Wir sind ganz wild alle. Papi, gib eine Schätzung ab, wie teuer ist es? 2.500. Was sagst du, Mom? Au! Nein, du kannst nicht au sagen, du musst nicht... Kannst du mir stecken? Ja. Nein, zum Rücken kratzen? Ja. Wer? Hast du jetzt zahlt? Bist du beim Automat und hast Spazi pinky pinky innen? Ich habe so viel Geld genommen, jetzt ist es gratis. So, Achtung. So einen lieben Kasten. Yes, alles gratis. Guten Morgen, heute habe ich meinen Schrank, mein Pult und meine Kommode in die Story. Und für das muss ich jetzt erstmal alles abräumen, ausräumen, vielleicht ein bisschen putzen. Let's go! Larry ist da, sie hilft mir. Heute wird das Zimmer gestrichen, Alter! Für das müssen wir zuerst mal das ganze Grümpelzeug ins Büro bei mir tun und die zwei Möbel runter, weil die werden abgeholt. Weißt du, für das braucht sie mich dann wieder. Ja, für das wirst du absolut ausgenutzt, du Scheiße von uns an. Fick dich! Die letzten paar Minuten. Aber die ist eigentlich so schön! Ja, deine Meinung ist vielleicht fett nicht. Ah! Achtung, wir schauen, dass es keinen Knicks gibt. Ich habe keine Kraft mehr. Also, wir müssen abstellen. Nein, nice. Hört auf! Lass abstellen! Du musst die Arschbacke jetzt richtig zusammendrücken, sag ich dir. Das kommt gar nicht. Und wir können an meine neue Weisse morgen verwandeln. Nein, nein, warte! Ah! Junge, das geht nicht. Nein, ich sage, mein Ding wäre besser Mission 2, wir probieren es den Balkon runterzubringen. Irgendwie in einer Stunde oder so kommt der Sieg. Ja, der ist auch cool! Ich spüre es, ich muss dem absägen. Oh, ich habe so Angst. Jetzt langsam los. Langsam los. Nicht los, einfach mitgehen am besten. Jetzt soll ich dann heben, heben. Ich hebe. Ah. Als nächstes kommt Kommode. Oh. Junge, ich mag nicht mehr. Meine Beine, es ist alles am Zittern. Ich sage, das ist so ein Adrenalinkick. Ah! Schaffst du das allein? Mach die scheiß Kommode nicht kaputt. Ganz vorsichtig. Vorsichtig. Spannend. It was at this moment that he knew. He fucked up. Der Schrank kann weg da. Nicht? Gosh! Schnell aber. Mach mal Winky Winky! Ich sag euch, es sind Emotionen über Emotionen. Ich bin verfroren. So tut man Handwärme. Handwärme. Ist gut, da sind wir noch? Ja, da bin ich im Gangster. Ach, die ist ein Film da unten. Ich sag nicht Lümpen. Das Pult hat noch nie mehr gekauft. Jetzt muss wieder zurück ins Zimmer. Oh, und ich singe ein Lied, du doch wieder schienen. Oh, es halt Huren da rein jetzt. Larry, du machst das super. 1A. Du machst das auch super. Ich gebe mir Mühe. Böse. Das Gefühl. Ah! Wir gehen jetzt hier aus Joggers, let's go! Woo! Mario und Deutsche in Blau! Kann ich mal aussehen? Bruder, was ist das? Bruder, was ist das? First Dings. Ich bin so excited. 3, 2, 1. Geil! Geil! Leute! Oh, es ist so schön! Das ist die Farbe, die es wird. Das ist amazing.
Nathalie, du machst das super. Dankeschön. Einmal machen wir zwei Gesichter. Schau mal. Kurzes Update zu meinem Zimmer. Oh mein Gott, es ist so hallig gerade, weil einfach alle Möbel hier weg sind. Also Pult, Schrank und Kommode. Und ich kann mir auch kurz appreciate, Alter, wie geil sieht die Wände aus. Oh mein Gott, ich bin so in love. Wir bauen jetzt den Schreibtisch auf. Voila. Kung-Fu können wir machen. Oh, das war geil. Ja? Schau mal drin. Ah! Ah, das ist geil. Oh, warte, ich will mal direkt, dann kann ich kicken. Ah! Wurde gekühlt. Jetzt wurde gekühlt. Oh mein Gott, das ist Sydney am Morgen. Mein Schrank kommt. Oh mein Gott. Das ist deine. Guten Morgen. Wir sind. Oh mein Gott, 2 Stunden später. Jetzt kann ich auch eins so richtig auf Influencerin machen. Ja, guten Morgen, Outfit-Check. Da habe ich jetzt das Pult angestellt. Und da kommen natürlich die Tablar. Dann oben drauf da. Ey, aber ich bin so in love. Schau mal, my room. Das muss ich jetzt noch anstreichen, und zwar weiß und hellgrau da oben. Und dann muss ich halt alles noch so ein bisschen ausmisten und dekorieren. Und ganz großer Punkt, ich muss jetzt mit dem Schrank herum. Geh kein Bag, Bruder. Geh kein Bag. Aber wenn ihr euch vorstellt, das ist dann so richtig mein Workspace. Da kann mit einer Bilder und so her oder so ein Whiteboard oder so, wo ich so kann schreiben kann. Abonniert Nati Style! Oh, und das Bettzeug wird auch noch gewechselt, und zwar in Weiss. Und ich habe einen Lumpen holen. Weil? Das ist sehr grusig, das Gestell. Das Ziel ist, dass wir das jetzt da hinten herkennen, weil das ist nachher mein Stream-Hintergrund, falls ich irgendwann in meinem Leben mal streamen will. Hey, ist geil! Oh, es ist geil! Ich find's geil! Du machst da hinten ein Adi-Totoro-Gestell mit allen Pokalen und Goldmedaillen, die du gewonnen hast. Ich habe noch nichts gewonnen bis jetzt. Soll ich nicht hauen? Bei diesem Bus. Soll ich das dazu bestimmt? Also findest du es so gut? Ich finde es auch so gut. Ich finde es glaube ich andere besser. Ja, wie sie fragst du denn? Schauen. Ich habe ja ganz viele Kaktus, Kakteen, Scheiß drauf. Ja, Ruhe! Oh mein Gott, oh, es wird so schön! Oh, schau mal! Wow! Das ist ja lecker. Ich habe gedacht, tust du deine Farbstift drauf? Sicher nicht. Der würde ich kübeln, der ist hässlich. Hä? Mami, der ist mehr wert, als du dir kannst vorstellen. Der hat Can, Elia, Marc, Flavio, Adi und ich auf dem Schreiben. Wir haben noch diverse Sprüche. Life is short, smile while you still have teeth. Also irgendwie, entweder sind die Sprüche übel cringe, aber die sind auch übel cringe. Wie ihr wisst, mein Bett sieht so aus. Und es ist mir irgendwie zu violett. Es ist mir einfach zu violett. Und darum habe ich mir neue Sachen gekauft für mein Bett. Und die tue ich jetzt drauf. Und ich dachte, das ist spannend, darum habe ich es jetzt aufgenommen. Let's go. So sieht das Prachtstück jetzt aus! Jetzt muss noch irgendetwas oben drauf kommen. Ich bin heute mit meiner Schwester in der IKEA gewesen. Zuerst mal habe ich die 2 geilen Regale. Oder wie sagt man denen? Was auch immer. Da kommen jetzt noch Bilder drauf. Ich habe die schon mal ausgedruckt. Da war ich schon in Amsterdam mit meinen Kollegen. Da bin ich etwa 3 Jahre alt. Da bin ich mit dem Can am Knutschen. Sick! Und das absolute Highlight, Jungs! Das ist so ein Board, das ich mit einem Stift herschreibe. Mein Dad hat das wunderschönes Herz gemacht. Und dann hat mein Dad noch das angemacht. Ey, das ist so viel kleiner, das ist so viel freier und alles. I fucking love it.
würde euch freuen, dass es mit dem Video gefallen hat. Wenn ja, gebt unbedingt ein Like und vergesst nicht mehr zu abonnieren. Ich habe mir gerade gemerkt, ich habe gar kein Schluss vom Video drum. Das ist der Schluss. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bye! Holy shit, können wir kurz das Geräusch von dieser Folie appreciaten?